Es regnet schon wieder, wie ihr vielleicht hört. Guck mal, wenn ich den Bauch ein bisschen einziehe. Naja, die ersten Anzeichen vom Sixpack zu sehen, oder was? So, also ich bin schon nach 5 Minuten wieder drin gewesen. Und jetzt. Er musste bohren. Das ist das erste Mal seit. Weiß ich nicht. Bestimmt 5, wenn nicht sogar länger, 5 Jahren mindestens, dass er bohren musste. Und allerdings nur, weil er eine Füllung noch hatte. Naja, also kurz gebohrt, neue Füllung da reingemacht, irgendwie, oder die Füllung repariert. Nicht eine neue Füllung, hat die repariert, weil ich dachte, das reicht, das geht. Und das war's. Zum Schluss hat er mir nur empfohlen, einmal im Jahr so eine Zahnreinigung zu machen. Zahlt nicht die Krankenkasse, sondern muss man selber zahlen. Kostet hier in der Praxis 75 Euro und die wollen Geld verdienen, ne? Müssen auch alles anbieten, also empfiehlt er mir das. Ist auch in Ordnung, werde ich wahrscheinlich machen demnächst, weil, er sagte, Studien haben gegeben, dass die Personen, die jährlich zu einer Zahnreinigung sind, später im Alter dann wesentlich länger und wesentlich mehr eigene Zähne haben, statt die dritten. Ich habe mich allerdings nicht getraut zu fragen, ob ich die Kamera irgendwo hinstellen kann. Beim nächsten Mal vielleicht. Das hätte bestimmt ein schönes Bild gegeben, wie so der Zahnarzt mit zwei Werkzeugen, also dem Bohrer und noch irgendwas, um was beiseite zu drücken und so, in meinem Mund war, die Zahnarzthelferin mit dem Sauger so und ich dann so ein Foto. Das hätte bestimmt ein schönes Bild gegeben. Aber mir nicht getraut. Obwohl er sicherlich mitgespielt hätte, glaube ich. Ein sehr netter Kerl. Der ist jünger als ich. Okay, ich bin 38, fällt nicht schwer, jünger als ich zu sein. Naja, nun muss ich noch auf meine Mama warten. Als ich los wollte, hat sie gesagt, sie kommt noch mit. Dann kann sie gleich ein Geschenk für Oma suchen. Meine Oma hat nämlich am 19.10. Geburtstag, immer genau eine Woche nach mir. Deswegen nehme ich auch zu meinem Geburtstag immer gleich 2 Wochen Urlaub. Dann kriege ich meinen Geburtstag runter und den von meiner Oma. Oma wird 85. Bei der war am 12. hier zum Kaffee und Kuchen. Hab da ja gesehen. Wir nehmen das hier jetzt mal auf, weil ich euch was zeigen will. Ich nehme diesen Snap auf. Ja, so, das müsste schon reichen. Wir nehmen das hier jetzt mal auf, weil ich euch was zeigen will. Ich nehme diesen Snap auf. Ja, so, das müsste schon reichen. Wir nehmen das hier jetzt mal auf, weil ich euch was zeigen will. Ich nehme diesen Snap auf. Ja, so, das müsste schon reichen. Habt ihr gemerkt? Beim ersten Mal abspielen ist der Ton viel leiser als beim zweiten Mal abspielen. Und das Interessante scheint zu sein, naja, interessant, so, wenn ich das nur einmal abspielen lasse oder gar nicht abspielen lasse und gleich veröffentliche, dann ist der Ton später im Snap auch so leise. Deswegen haben sich bei mir Leute auch schon beschwert, dass meine Snaps immer so leiser sind. So, lasse ich es zweimal abspielen, ist der Ton, glaube ich, auch im späteren Snaps besser. Wir müssen das mal probieren. Oder schaut doch mal, ob ihr dasselbe Problem habt. So, warum ich das jetzt hier mit der Kamera nochmal extra aufnehme, könnt ihr im Vlog sehen vom 15.10. demnächst dann irgendwann, die nächsten Tage. Ob das jetzt nur leiser war als der Snap davor, müsst ihr mir jetzt sagen. Vielleicht, wenn ich das bei mir abspiele. Oh, das 6 Plus ist zu groß. Ja, ja, ja. Merkwürdig. Jetzt war der zweite Snap lauter als der Snap der CS. Also, wenn manche Snaps von mir leise sind, dann liegt das nicht an mir, sondern eher an Snapchat. Ich achte schon immer darauf, dass ich nicht das Mikrofon unten zuhalte. Das machen nämlich viele, manche. Naja, gut. Der Ring wird stärker.
Das ist das Zeug vom Lindenbaum, ne? Klebt so. Ansonsten fast wie neu, wa? Wenn wir jetzt die Stellen ein bisschen bearbeiten. Ja, ich kann es aber auch lassen. Den zu stehen bleibt. Hier vielleicht noch ein Kuchen. Das ist Yoshi. Das ist Yoshi. Das ist Luna. Luna. Und das ist Betlana. Svetlana? Betlana. Betlana, weil du bettelt. Ja, der hat einen steilen Bein. Ah. Ja, jetzt schnell lauf. Schnell lauf. Schnell lauf. Alle gleich. Alle. Wie alt ist er? 13, 14, weiß ich nicht. Oh, Mausi. Kalt und nass, wa? Ich muss das ganz kurz erklären. Wir sind hier in macht meine Schwester Hundesitterin und lässt mal die Hunde raus bei Bekannten von ihr und guckt immer, wie süß die drei sind. Hier vorne, die gerade Pippi macht, ist Betlana. Die ist 13. Dahinter ist wie? Yoshi. Yoshi, ich wusste. Der hat ein steifes Hinterbein, ein armes Ding. Wie alt ist der, weißt du? 10. Um den Dreh, ja. Und die dritte ist jetzt gerade los, das war Luna. Die ist doch 5, 6. 5 oder 6, okay. Aber schön haben sie doch hier, ne? Wenn nicht so regnen würde. Und dann Baum schützen. Kopf von oben her. Ja, wahrscheinlich, ne? Lässt sich aber nicht stören von dem steifen Bein, wa? Joa. Sorry, wenn wir hier nicht so viel zwängen. Wollen die vielleicht gar nicht. Zeig meine Hackfresse, reicht auch. Aber schön haben sie es hier. Klingt sehr cool. Hier möchte ich auch mal wohnen. Ruhig auf dem Dorf. Haben die DSL hier? Das wäre ausschlaggebend für mich. Die haben ja nicht mal richtig ein Handy empfangen. Ja, da fängt schon an. Ja, Handy ist egal. Handyempfang würde mich nicht stören, wenn ich DSL hätte. Ja, Mono ist noch einkaufen. Holt noch schnell Hundefutter. Da kommt sie schon. Machst du denn da, Stinker? Ja. Wer sich in irgendwelchen Dreck fühlt, der muss duschen danach. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt mit der GoPro, aber da ist ein Käfer unten am Boden vom Pool und es sieht aus, als wenn er krabbelt. Können anscheinend doch unter Wasser krabbeln. Reiswaffel mit crunchiger Erdnussbutter und Marmelade.